Gemeinsam digital gestalten. Unter diesem Motto trafen sich am 27. Oktober zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zur zweiten Digitalkonferenz. Im historischen U in Pasewalk wurde die Strategie für die digitale Transformation unseres Landkreises vorgestellt. Die Strategie ist da, sie ist vom Kreistag beschlossen. Das heißt, wir haben auch den politischen Willen dahinter des höchsten Gremiums im Kreis. Und wir wollen jetzt in die Umsetzung der Maßnahmen gehen. Es sind dort viele, viele Ideen drin, die in Form von Maßnahmen besprochen sind und festgelegt sind. Und jetzt geht es daran, diese umzusetzen. Also das heißt, sie Realität werden zu lassen. Vorpommern-Greifswald wird also in den kommenden Monaten zur smarten Landregion. Die Idee dahinter, die Digitalisierung soll Einzug in jeden Lebensbereich halten. Es gibt so in allen Bereichen, ob es im ÖPNV ist oder hier eben auch bei dem Thema Telenotarzt, die viel mehr Chancen, Möglichkeiten, ressourcenschonend zu agieren, aber auch gleichzeitig Menschen miteinander zu verbinden. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung im Rahmen der Digitalisierung, dieses umzusetzen, diese Chancen zu erkennen, sich ranzumachen, diese Themen bekannt werden zu lassen und dann das digital auch künftig parallel zu vielen analogen Angeboten, die weiterhin bleiben werden, das aber auch digital machen zu können. Um die Themen der Strategie nach den Interessen der Bürgerinnen und Bürger auszuwählen, wurde der gesamte Entwicklungsprozess vom Landkreis transparent gehalten. Beteiligung von jedem war gefragt, ob Partner des Vorhabens oder Einwohnerinnen und Einwohner. Es fing an mit einfachen Ideensammlungen in kleinen Workshops, in kleinen Veranstaltungen bis hin, aber auch zur großen ersten Digitalkonferenz, wo wir nochmal die Themenblöcke schon ein bisschen geclustert hatten. Und dann der Wunsch da war, doch noch aus diesen ersten Wünschen und Ideen auch vielleicht in Richtung Maßnahmenentwicklung schon zu gehen. Und ja, das eigentlich in dieser Komplexität in einem Jahr unterzubringen, war herausfordernd. Doch das Entwicklungsteam und die Unterstützenden haben es geschafft. In der Digitalisierungsstrategie finden sich nun 6 Themenschwerpunkte, die sowohl Kultur und Freizeit, aber auch Bildung und vieles mehr beinhalten. Vorpommern-Greifswald ist Deutschlands drittgrößter Kreis. Dementsprechend wurden 2 Handlungsfelder, die oft Hand in Hand gehen, besonders ins Auge gefasst. Ein großes Thema ist Mobilität und ein zweites großes Thema ist Gesundheit. Das sind die Themen, die die Menschen beschäftigen. Und da sind ganz klassische Wünsche, wie ich möchte eigentlich meinen Ort angebunden haben ans ÖPNV-Netz. Da gibt es aber auch natürlich das Thema Gesundheitsversorgung Vorsorge im ländlichen Raum. Das ist etwas, was die Menschen wirklich unheimlich bewegt, was wir auch im Strategieprozess mitbekommen haben. Da geht es wirklich darum, wie kann ich ärztliche Versorgung vor Ort gewährleisten. Auch unsere kleinsten Mitbürgerinnen und Bürger dürfen bei all dem nicht vergessen werden. Die Plattform Kubu, die es künftig auch als App geben wird, soll Kindern, Eltern, aber auch Kitas bald neue Chancen und Möglichkeiten bieten. Es geht darum, Kita, Kinder als Zielgruppe zu haben, aber natürlich auch die Pädagoginnen und Pädagogen, aber auch die Eltern, ihnen zu zeigen, welche tollen, interessanten Angebote bereits im Landkreis vorhanden sind. Weil Kitas im ländlichen Raum, die können die Angebote, wie sie in urbanen Räumen vorhanden sind, nicht nutzen. Also das ist einfach mal ein ungleicher Aufwand, den sie da betreiben müssen. Und oft fehlt auch das Wissen. Und das verbindet dieser digitale Dienst. Das macht es einmal möglich, Angebote zu sichten, einfach sich inspirieren zu lassen. Das Wappentier unserer smarten Landregion ist übrigens Kasimir. Der Kommunikator des ländlichen Raums, den hier wohl jeder kennt und auch öfter mal hört, schreit bald aber nicht mehr, sondern vielleicht ja sogar WLAN. Überall, wo man Kasimir sieht, kann man im Übrigen mehr über die Digitalisierungsstrategie erfahren. Und es lohnt sich definitiv, einfach mal zu schauen, welche digitalen Möglichkeiten unser Landkreis jetzt schon bietet, von verrückten Brillen an der Uni oder die medizinische Überwachung des eigenen Körpers per App. Was dem einen oder anderen noch wie eine Idee aus einem Film vorkommt, konnte man bereits bei der Digitalkonferenz im historischen U bestaunen.